Februar 1989. Die Weltpresse berichtet über ein Treffen berühmter Künstler mit Indianervertretern Brasiliens. Thema: Solidarität, gemeinsamer Einsatz fürs Überleben der Indianerkulturen und für die Erhaltung der Amazonaswälder. Durch dieses Treffen bekannt wurde eine kleine Stadt am Amazonas, Altamira, gelegen am Ufer des Xingu-Flusses. Der Bischof von Altamira und der Diözese vom Xingu ist Don Erwin Kreutler. Er erhält den Alternativen Nobelpreis 2010. Die Alternativen Nobelpreise, so heißt es in der Begründung, ehren die Macht des Wandels von unten. Deshalb wird Bischof Erwin Kreutler aus Brasilien geehrt. Für ein Leben gewidmet den Rechten indigener Völker und für sein unermüdliches Engagement, den Urwald des Amazonas vor der Zerstörung zu bewahren. Die Geschichte der Indianervölker ist voll Trauer. Es ist die Geschichte unseres Schmerzes. Und diesen Schmerz empfinden wir seit damals, als vor 500 Jahren die Weißen ins Land gekommen sind. 500 Jahre Unterdrückung. 500 Jahre Kirche im Dienst der Mächtigen. Im Namen der Kirche von Xingu bitte ich Laien und Vertreter aller Basisgemeinden um Vergebung. Und in meinem Namen als Bischof von Xingu bitte ich euch um Vergebung. Bei den indigenen Völkern, bei denen, die noch überlebt haben, steckt das Trauma durch alle Erniedrigungen in Vergangenheit und Gegenwart sehr tief. Doch das persönliche Lebensbeispiel dieses Kirchenmannes und die Arbeit des SIMI, des Indianer-Missionsrates, hilft ihnen, wieder an sich selbst, an ihre eigenen kulturellen und religiösen Werte glauben zu können. Gott möge uns helfen und lasse seinen Segen über uns kommen, damit alle leben können. Damit kein Mensch, welcher Rasse er auch angehört, missachtet wird. Heute gibt es in Brasilien fast 200 Indianervölker mit 170 unterschiedlichen Sprachen. Und wir betrachteten sie jahrhundertelang als wilde, als wertlose Menschen. Ihre Sprache bezeichneten wir als Dialekt, denn wir wollten nicht einmal anerkennen, dass sie ihre eigene Sprache haben. Dabei haben sie eine Grammatik, haben sie Subjekt und Prädikat. Sie haben eine Sprache, die Kopf und Fuß hat. Nur für uns ist sie ein Dialekt. Jahrhundertelang kam von den Weißen nichts anderes als Verachtung. Und zum großen Teil hat sich bis heute nichts daran geändert. Wir als Kirche wollen diese Haltung nicht teilen. Wir wollen nicht Mitmenschen sein, die Ausrottung im Sinn haben. Wir wollen das Leben verkünden, wo andere den Tod bringen. Wir wollen immer an ihrer Seite bleiben. Wir wollen, wie es in ihrer Sprache heißt, Nambiqua sein, ihre Angehörigen, ihre Freunde. Wir wollen sie lieben,
wie Christus uns geliebt hat, der sein Leben für uns hingegeben hat. Die Indianer antworteten in ihrer Sprache. Dieses Treffen gefällt mir. Ich möchte, dass ihr alle in mein Dorf kommt. Alle sind meine Verwandten. Wir alle sind Freunde. Und es freut mich sehr, mit euch an diesem Treffen teilzunehmen. Alle 3 Jahre gibt es große Diözesanversammlungen, um Schwerpunkte der Pastoralarbeit festzulegen und zu sehen, wie der Weg der Kirche in den nächsten Jahren weitergehen soll. Der Bischof hört ganz genau hin auf den Schrei nach Leben seines Volkes und jeder kommt zu Wort. Hubschrauber warfen Bomben ab, um den Stamm, der dort wohnte, zu vernichten. Überlebende wurden mit Elektroschocks behandelt. Andere wurden vergiftet. Aus bitterer Leiterfahrung heraus meinen viele, dass es nicht gut sei, mit den Weißen zusammenzuleben. Als Indianer lebt man am besten weit weg von den Weißen. Das Traurigste am Ganzen ist, dass es hauptsächlich die großen Konzerne sind, die die Kleinbauern gegen die Indianer ausspielen. Arme gegen Arme. Nur wegen bestimmter Interessen. Manche werden vielleicht meinen, dass wir diesem Fall auf unserer Versammlung zu viel Raum geben. Ich glaube, man darf einen Schrei nach Leben nicht überhören. Und wir dürfen auf keinen Fall schweigen. Es geht um ein Volk, das am Rande des Abgrunds kurz vor der Ausrottung steht. Deshalb können wir als Kirche nicht schweigen. Wir müssen Stellung nehmen, und zwar für dieses Volk. Das Einzige, worum ich euch bitte, ist, dass wir alle, egal ob wir aus dem Alto Chingo, dem Baixo Chingo, dem Gebiet der Transamazonika oder aus Altamira kommen, dass wir uns alle dafür einsetzen, dass dieses Volk leben kann und nicht ausgerottet wird. Viele rechnen schon damit, denn wenn es kein Arara mehr gibt, dann gehört das Land denen, die heute damit schon Spekulationen treiben. Und das sind nicht die Kleinbauern, sondern die Großgrundbesitzer. Und so kämpfen wir heute dafür, dass dieses Indianervolk leben kann. Danke. Bischof Erwin schreibt in seinen Tagebüchern: Wider alle Hoffnung hoffe ich, dass diese Menschen weiterleben dürfen. Dass endlich einmal der Tag anbricht, an dem alles anders wird. An dem die Zäune fallen und die Tische sich für alle decken. An dem die Menschen zur Einsicht kommen und endlich geschwisterlich teilen und für die Armen nicht nur die Krümel übrig lassen. Vielleicht kommt doch der Tag, an dem diese grausame Welt hinsinkt und einer neuen Welt Platz macht.
in der der Traum Jesu von Geschwisterlichkeit, Gerechtigkeit und Frieden, vom Reich der Liebe und der gegenseitigen Solidarität Wirklichkeit wird. O projeto das leis complementares para o nosso estudo nas bases. Ein Indianer spricht über Rechtshilfe und Wirtschaftsprojekte. Er spricht darüber im Indianer-Missionsrat, dessen Vorsitzender Don Erwin ist. Der Indianer-Missionsrat kam mit der Regierung in Konflikt, als er systematisch das Militärprojekt Calha Norte anprangerte, eine militärische Sperrzone an der Nordgrenze Brasiliens, mitten in Indianergebieten. Schließlich setzte er sich für die Erhaltung der Indianerkulturen ein und wurde prompt des Versuchs bezichtigt, ausländischen Mächten den Goldabbau in Brasilien sichern zu wollen. Der Indianermissionsrat unterstützt unseren Kampf mit allen Mitteln. Unterstützung in den Zeitungen, rechtliche und politische Unterstützung im Nationalkongress. Manche Zeitungen richteten wilde Angriffe gegen den Indianermissionsrat. Als dieser sich dafür einsetzte, die Erzabbaugebiete auf indianischem Territorium so weit wie möglich einzuschränken, entfesselte die Zeitung O Estado de São Paulo eine regelrechte Hetzkampagne gegen den Indianermissionsrat. Bischof Erwin in seinen Tagebuchaufzeichnungen: Inmitten der Armen hat mich im Juni 1983 die Militärpolizei herausgegriffen, zu Boden geschlagen und verhaftet, weil ich mich den Protesten der Zuckerrohrpflanzer angeschlossen hatte. 9 Monate wurde den Arbeitern die Bezahlung ihrer Ernte verweigert. Die Blockade der Transamazonica war der letzte Ausdruck ihrer allgemeinen Empörung über die Missstände. Es gab keine andere Möglichkeit mehr, die Forderungen einzuklagen. Die Bedeutung der mitleidenden Dimension der Solidarität erfuhr ich immer stärker und bekam hautnah zu spüren, was es heißt, sich für die Armen und die kulturell Anderen einzusetzen. Frauen, schwangere Frauen, Kinder, Männer, die saßen da im Staub der Transamazonica und man hat auf die Militärpolizei ist auf sie losgegangen, auf wehrlose Leute. Und mich hat man dann da herausgefischt und in den Polizeigriff, abgeführt. Zuerst haben sie mich in den Boden hineingespitzt und dann wieder aufgestellt und dann haben sie mich abgeführt. Oktober 1987. Bei einem Autounfall wird ein Weltpriester getötet. Don Erwin und 2 weitere Personen erleiden schwere Verletzungen. Pater Salvatore starb für mich an meiner Seite. Ich blutete aus Mund und Nase. Die Zähne waren eingeschlagen. Gesicht und Brustkorb waren eingedrückt. Ich rang nach Atem. Ich rief nach Salvatore. Tore, Tore. Es kam keine Antwort. Salvatore war tot. Mit dem heiligen Paulus kann ich ausrufen, von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Mit dem alternativen Nobelpreis werden in diesem Jahr erneut Initiativen gegen Armut, Umweltzerstörung und soziale Ungerechtigkeit ausgezeichnet. Das Preisgeld von 200.000 Euro teilen sich eine Ärzteorganisation im Nahen Osten mit dem nigerianischen Umweltschützer Bessie, dem brasilianischen Bischof Kreutler und der nepalesischen Organisation SAPROS mit ihrem Gründer Upadhyay. Und genau die wollen die Organisatoren des Right Livelihood Awards auszeichnen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder 4 Preisträger. Weil das alles Menschen sind, die seit Jahrzehnten unter unglaublichem Druck auch eine ganz, ganz wichtige Arbeit für die Menschheit machen. Und diese Menschen verdienen genauso viel Ehre wie diejenigen, die in der nächsten Woche hier in Stockholm mit richtigen Nobelpreisen ausgezeichnet haben.